Ja, herzlich willkommen. Heute ist wieder die Durchsicht bei unserem Home-Home-Hive, direkt vor Ort am Bienenstock. Und wir sind ja nach wie vor in der ganz normalen 14-tägigen Volksdurchsicht. Möglicherweise kann man heute sogar nochmal eine Honigernte jetzt machen. Mit Sicherheit kann ich hier die zwei Naturwaben ernten. Ist ja hier auch leicht, weil ich brauche die Waben nur direkt bei mir in die Arbeitszimmer reintragen. Zunächst einmal machen wir auf jeden Fall den Smoker an. Und was man vielleicht da noch sagen kann, eigentlich war gestern der 14-tägige Rhythmus. Und gestern habe ich aber Kurs gehabt, deswegen haben wir jetzt den Termin auf heute gesetzt. Das heißt, es sind 15 Tage seit dem letzten Mal. Und schlimm ist das nicht, weil bei einer 14-tägigen Volksdurchsicht können wir ohne Probleme 3 Tage vorwärts und rückwärts schieben, ohne dass da irgendwas passiert. Die Drohnenbrut können wir somit auch nicht verpassen. Was wir jetzt genau machen, zeige ich gleich im Video. Zunächst einmal wieder einen Smoker an. Wie ihr seht, ich nehme da wie immer nur ein Taschentuch. Leider war es diesmal ein neues. Normalerweise nehme ich die verrotzten. Dann erstmal die erste Fuhre Hanfspreu rein. Wird ein bisschen durchgepumpt. Und die zweite Fuhre. Weiter pumpen ist auch wichtig. Dritte Fuhre. Und dann stopfen wir das Ding voll und pumpen währenddessen gerade weiter. Also ihr seht, so leicht ist es anzumachen. Es gibt Grundbedingungen und die heißen für einen guten Smoker Dardan-Qualität. Ich kenne sonst leider keinen Smoker, der auf diese Qualitätsbereiche kommt. Und wie immer habe ich ja hier mein Nicht-Gras-Problem. Normalerweise brauche ich immer ein bisschen Gras. Jetzt rupfen wir halt hier das Zeug weg. Ich habe halt hier kein Gras, Gott sei Dank. Aber irgendein Grünkraut brauchen wir immer für die Smokerkappe. Das dient, wie gesagt, dazu, dass die Hitze abgekühlt wird, dass keine Glutfunken durchkommen und dass, falls eine Stichflamme kommt, die auch eben durch dieses frische Grün innen drin abgemildert wird. Man muss natürlich deutlich sagen, wenn ihr an dem Punkt seid, dass auch mit der frischen Füllung hier Glut rauskommt, dann habt ihr halt verpennt, den Smoker rechtzeitig aufzufüllen. Man kann das am Rauchvolumen erkennen. Wenn der milchig weiß ist, der Rauch, dann braucht ihr da nichts auffüllen. Wenn der Rauch vorne so einen Zentimeter fast durchsichtig bis bläulich wird, dann ist da unten nur noch 2-3 Zentimeter Füllung drin. Und also man sollte vor diesem optischen Prozess auch wirklich auffüllen, weil wenn es uns nicht wehtut, ist es für die Bienen auch okay von der Hitzeentwicklung. Wenn das euch verbrennt, dann seid ihr sicher, dass die Bienen da auch drunter leiden. Ich habe ja hier mein Bienenvolk wieder als Waschmaschine missbraucht. Alles, was ich ausschleudern tue, Entdeckungswachs oder auch das Gematsche vom Tropfhonig, wenn es rausgetropft ist, dann klebt da ja immer noch ein bisschen was am Honig dran. Und das ist dann das, was ich hier oben in diese Futterkisten den Bienen wieder zurückgebe. Und ich finde es total genial, wie die Tiere da dann das alles wegschlecken. Schaut euch das mal an, da ist ja wirklich nichts mehr übrig an Honig. Jetzt haben die Tiere alles weggeschleckt und übrig bleibt nur noch ein komplett bröseliges, trockenes Wachsgranulat. Damit diese Technik bei euch wirklich gut funktioniert, müsst ihr eins beachten. Die Tiere haben nichts an Werkzeugen in ihrer Anatomie, um graben zu können. Das können Wildbienen und auch Hummeln, aber nicht unsere Honigbienen. Und wenn ihr ein gutes Ergebnis haben wollt mit diesem Abschleckverhalten, dann dürft ihr dieses ganze Wachsgranulat mit dem Honig nicht höher wie einen halben, dreiviertel Zentimeter machen. Zentimeter ist wirklich schon Maximum, weil wenn es höher wird, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass die Bienen das gar nicht wegschlecken können. So eine Kiste bleibt übrigens ein paar Tage auf dem Bienenvolk drauf und dann ist die relativ schnell leer. Das ist hier jetzt unser Honigraum. Den werde ich gleich auch wieder zudecken. Nicht, dass da jetzt eine Räuberei kommt. Ich habe hier nämlich auch kleinere Begattungskisten stehen. Und wir sind beinahe schon in diesen Zeiten angekommen, wo die Bienen räubern tun. Zum Thema Räuberei mache ich auch nochmal separate Videos, weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber jetzt nicht heute. So, gehen der Deckel auf. Hier. Und gesagt, getan. Wir machen dann hier gleich die Folie drüber.
Oh ja, die ist auch schon gut schwer hier. Wow. Und wie sieht es denn hier aus? Haben sie angebaut oder nicht? No, sie haben gar nichts angebaut. Ernten sieht hier noch nicht gut aus. Kann man schon von unten sehen. Also von oben sieht das Ding gut aus. Da ist auch einiges an Gewicht drin. Wenn ich hier jetzt so seitlich reinschaue, dann muss ich halt sagen, ja, selbst die Naturwaben hier links, rechts sind nicht verdeckelt. Das heißt, da komme ich jetzt halt noch nicht ran. Ist nicht schlimm, noch blüht die Linde und gebt mir den Bienen doch einfach noch ein bisschen Zeit, bis wir wieder eine Honigernte machen können. Eine Ernte hatten wir ja schon mal. So, jetzt kommt das Gitter weg. Auch hier schönes Bienenvolk. Es verklebt nichts. Wenn die Tiere hier zu wild am Gitter rumbauen, dann muss man den Minuspunkt geben in der, also im Wabenbau, im Bautrieb wird es genannt. Und wenn die zu viele Minuspunkte sich einhamstern, dann würde ich irgendwann die Königin auswechseln, weil ein Bienenvolk, wo so einen übertriebenen Bautrieb hat und da unten alles zubappt, mit denen kann man schwierig arbeiten. Und ihr seht ja, ein Volk, wo das eben nicht tut, heißt nicht, dass die nicht baufreudig sind, heißt aber, dass die eben nicht so Verklebungsbaumeister sind. Also diese Genetik hier ist mir am liebsten. Bauen sollen sie, aber bitte an den richtigen Stellen. Und nicht irgendwas zwischendrin zupappen. So. Das ist das, wo ich meine. Das Volk hat einen Bautrieb. Aber halt da, wo sie bauen sollen. Hier. Innerhalb der Naturwaben. Und natürlich auch die Mittelwände sollen sie mir auch gut ausbauen. Man kann schon sehen, dass die Bienen immer baufauler werden. Das liegt einfach jetzt an der Zeit. Aha, also hier ist schon mal eine Wabe mit Blütenpollen und Eiern drin. Und die nächste Wabe ist Drohnenbrut. Die ist sehr ungünstig reingebaut. Und die schneiden wir jetzt raus. Ich gehe mal wieder in Rippchen hier mit der Wabe rein, um euch zu zeigen, wie es denn da gerade aussieht mit dem Milbenbefall. Wenn ihr das wirklich anschauen wollt, dann gibt es da eine gute Technik. Wir schneiden immer so kleine Rippchen weg und gucken dann hier in die Zellen rein. Und gleich der erste Schnitt, da ist die Milbe auf der Drohnenbrutlarve. Machen wir noch einen Cut. Und hier haben wir auch wieder Befall. Einmal, zweimal. Und hier ist die Nummer 3. So, machen wir noch ein Rippchen. So, wieder Befall. Hier ist der Varroakot. Hier ist die Milbe drin, seht ihr. Einmal Varroamilbe in Drohnenbrut. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich diese Wabe rausgeschnitten habe. Und leider haben die Bienen die Wabe hier so reingebaut, dass ich jetzt auch noch einen Cut machen muss und die Bienenbrut entfernen möchte. Es gibt halt leider nur einen richtigen Schnitt, weil das hier würden die Bienen nicht akzeptieren. Und für die Bienen ist es einfacher, eine neue Wabe zu ziehen, wie eine Wabe, die der Imker falsch abschneidet, damit klarzukommen und sozusagen weiterhin mit so einem kaputten Skelett dann leben zu können. Die Bienen sind noch etwas im Bautrieb und wenn ich die Wabe jetzt hier geschickt platziere im Bienenvolk, nämlich in dem Fall werde ich die mittig setzen gleich, haben wir sehr gute Karten, dass die Bienen hier nochmal ein bisschen Gas geben mit ihrem Bautrieb. Und dann diese Wabe hier in der Mitte in den nächsten Tagen komplett runterziehen. Ist ein kleiner Imkertrick, die leeren Waben zwischen zwei Oberträger zu klemmen, wo Brut links und rechts lang läuft. Das mögen nämlich die Bienen nicht. Sie wollen ein geschlossenes Brutnest haben. Und dann werden sie hier, wie gesagt, einen ganzen Fokus drauf legen, diese Wabe auszubauen. Das letzte Mal haben wir die Königin markiert. Da ist sie. Eine grüne Nummer. Was ist denn? Die 10. Schöne Königin. Die Brut sieht auch weitgehend in Ordnung aus. Dass die Milben sich jetzt so langsam auch in der Bienenbrut anreichern, ist leider klar.
Aber mit meiner Homehive-Methode ist das gar nicht so schlimm, weil wenn es jetzt dann losgeht mit den Milben, dann machen wir hier unser Absperrgitter rein und gehen ins doppelte Bannwabenverfahren. Und da können wir dann ordentlich viel Milben rausziehen, ganz ohne medikamentöse Behandlung. Das zeige ich euch auch alles noch hier in den Videos. Das, was ich heute mache, ist jetzt einfach nur eine ganz normale Durchsicht mit eben dem Thema Drohnenbrut schneiden. Und ihr habt ja gesehen, dass sich das lohnt mit der Drohnenbrut, weil die paar Milben, wo ich euch gezeigt habe, sind nicht die einzigsten. Da sind eben noch viel mehr Milben drin. So, hier haben wir jetzt nochmal Drohnenbrut. Ist nicht viel, aber wie gesagt, im Spätjahr reichern sich da die Milben besonders schnell an. Jetzt gucken wir natürlich erstmal rein. Ja, also hier gibt es jetzt eine Besonderheit. Man könnte jetzt nämlich als Imker ja denken, ja hey, wunderbar, da haben wir nämlich einen Brocken Drohnenbrut drin und dann die meisten gucken da nicht wirklich weiter und schneiden dann einfach raus, wenn sie überhaupt schneiden. Und ich sage aber, guckt euch nochmal genau einfach das Verhältnis an. Ich habe jetzt hier verschlossene Drohnenbrut, ja, das ist richtig, da könnten die Milben drin sein. Ich habe aber auch hier in der kompletten Wabe, wo das sind ja alles Zellen für die Männchen, wenn man da mal genau reinguckt, sind die alle bestiftet. Und hier entstehen gerade die nächsten Larven und Rundmaden. Und auf der Seite haben wir... So viele Eier sind es auf der Seite nicht, aber hier sind überall noch die Larven drin und die Rundmaden. Und das heißt eigentlich jetzt nur, mein nächster Volksrhythmus ist ja bei dem Volk wieder in 14 Tagen. Wenn ich jetzt heute schneide, habe ich nur das, das und auf der Seite das hier. Und wenn ich das ganze Bienenvolk jetzt nochmal die Wabe reintue und in 14 Tagen wieder durchgucke, dann habe ich eben ein paar Zellen verloren, aber die breite Masse der Drohnen, die kommt ja erst rein. Also warte ich 14 Tage, dann habe ich das Doppelte an Drohnenbrut und demzufolge auch einen doppelten Milbenfänger. Hier kann man noch sehen, dass das Volk noch im Bautrieb ist. Aber wie ich ja sagte, sie werden jetzt langsam, Step by Step, immer baufauler. Und das ist auch völlig normal, weil zur Sommersonnenwende hin, da wird euer Bienenvolk in der Population schon wieder kleiner. So, machen wir hier wieder ein Gestell weg. Absperrgitter kommt auch wieder rein. Wenn das Absperrgitter nicht verschmiert ist mit Wachs, dann ist die Methode hier sehr angenehm für die Bienen, das Gitter einfach reinschieben. Das geht natürlich nur, wenn wenig Bienen oben drauf sind. Wenn viele Bienen drauf sind, dann muss man die erst irgendwie wegkriegen im Smoker. Und da helfen kleine Puffwolken und nicht eine große Wolke. So, jetzt kommt der erste Honigraum drauf. Dann kommt der zweite Honigraum drauf. Oh, hier sollte ich noch mal das Wachs entfernen. Ich hab gesehen. So. Jetzt aber zweiter Honigraum. Und wenn auf der unteren Kiste Wachs war, dann haben wir folgerichtig auch hier drunter das Wachs. Seht ihr? Das ist ja immer beidseitig bei den Bienen. Und wenn wir nicht wollen, dass die Tiere durch so Wachsbrücken tödlich gequetscht werden, dann muss man halt mit dem Stockmeißel das Wachs entfernen. Und das finde ich auch gut so, weil so reichert sich bei mir im Betrieb immer mehr Bienenwachs an. Und jeder kleine Bollen zählt, damit wir Ende des Jahres auch die großen Kilos haben. Ihr habt gesehen, in den Honigraum reingucken spare ich mir komplett. Da ist nämlich auch keine Notwendigkeit mehr drin. Es sei denn, die Waben wären total krumm und ausgebeult. Dann ist es natürlich gerechtfertigt, da reinzuschauen in den Honigraum und mit dem Stockmeißel die Waben zu begradigen. Wie gesagt, von unten und von oben habe ich geguckt und die waren alle super gerade. Deswegen brauche ich da nicht mehr machen. So, Bewertung haben wir Juni. Wir haben Drohnenbrut rausgenommen. Das Verhalten war gut. Ich habe keinen Stich ins Gesicht bekommen. Die Gesundheit war gut. Natürlich waren Varroamilben drin, aber das ist leider normal. Die Entwicklung war auch gut. Den Bautrieb, den möchte ich kein Plus geben. Es gibt andere Völker, die im Juni nochmal richtig schnell Waben ziehen. Die waren jetzt etwas faul. Honig, ja doch, das ist ein Plus.
zu dem Bienenmandala kann ich nach wie vor nichts sagen. Ich kann natürlich sagen, dieses Bienenvolk ist tipptopp, aber ich habe auch andere Tipptopp-Völker, die eben kein Bienenmandala haben aus den vedischen Wissensbereichen und, wie ich ja schon mal sagte in einem YouTube-Video, ist es sehr schwierig, da eine Wissenschaft rauszumachen. Wenn ich jetzt Wissenschaftler wäre, würde ich jetzt eben zwei Kontrollgruppen machen. Eine Gruppe der Bienen mit dem Mandala und eine ohne, die alle mit einer F1-Linienzucht, dass die alle vertöchtert sind, die Königin. Und dann kann man da etwas griffiger werden in den Aussagen. Jetzt so fürs Private, vom Gefühl her würde ich sagen, ja, das tut schon irgendwas, aber ich habe, wie gesagt, keinen wissenschaftlichen Beleg, deswegen möchte ich an der Stelle auch keine Aussage treffen. Was auf jeden Fall wieder Sinn ergibt, wo ich Aussagen machen kann, ist, seht ihr, wir haben so ein kleines Problemchen, da sind immer noch Bienen drin, jetzt ärgern wir die mal weg. Durch Schütteln und Schläge gehen die alle raus und alle Tiere, die hier schlecken, sind alles Flugbienen. Bedeutet für euch keine Angst, dass da die Tiere nicht mehr zurückkommen. Das sind alles Flugtiere, die, wie ihr seht, durch das Schütteln hier nur wegfliegen und dann hier wieder in den Bienenstock zurückkommen. Was man dann auch noch machen kann, ist einfach umschütten. Weil auch beim Umschütten gehen immer weitere Bienen wieder raus. Und das macht man eben so lange, bis sie alle dann mal weg sind. Hier krubbeln wir noch ein bisschen Wachs weg. War eine gute Idee, da einfach eine Deckelfolie einzubauen, weil das hindert die Bienen, hier diese massiven Wachsbrücken zu machen in die Kiste. Und wenn die Wachsbrücken eben hier anbauen, an die Folie, dann braucht ihr die Folie einfach nur knicken und das Wachs geht wunderbar ab. Also das ist einfach eine sehr leichte Methode, das Entdeckungswachs einzufüttern, ohne dass man nachher Arbeit hat, die Kisten da wirklich wieder auskratzen zu müssen. Da kommt jetzt gleich die nächste Ladung rein und dann bekommen die Bienen gleich ihre nächste Futterkiste obendrauf. So, hier müssen wir noch ein bisschen schütteln. Raus mit euch, Mädels. Dann kippt man die hier noch mal ein bisschen um. Ihr seht, ich ignoriere in diesem ganzen Wachs die restlichen Bienen. Gequetscht können die nämlich durch das leichte Wachs nicht werden. Und jetzt kippen wir noch mal ein bisschen diese Folie hier hin und her, dass auch wirklich alle Restbienen dann rausgehen. So, sieht ja schon gut aus. Abgang, ihr Bienen. Raus aus der Kiste. So, und die paar vereinzelten, die hole ich jetzt noch manuell hier weg. Noch ein paar drunter. No, das sieht doch jetzt schon mal gut aus. Und dann kann auch dieses Wachs eingeschmolzen werden und ich mache das nicht so, wie es in vielen Büchern steht, mit verschiedenen Wachschargen, sondern ich habe lediglich zwei verschiedene Wachschargen. Das eine ist immer Frischwachs, das ist alles, was die Biene neu baut, aus Naturwaben. Aus den Naturwabenwachs werden Mittelwände im Spätjahr gegossen. Und aus den Mittelwänden entstehen dann die Honigwaben, wo die Bienen links, rechts ihre Zellen nur noch ausbauen. Und wenn ich diese Waben mit der Mittelwand einschmelze, dann ist es Altwachs und wird nur noch für die Kerzenproduktion verwendet, geht nicht mehr ins Bienenvolk zurück. Auch noch eine hungrige Wespe hier. Und jetzt hat der Wind gerade noch die Folie hier weggeweht. Danke dir. Machen wir das jetzt vorerst zu. Und dann bekommt dieses Bienenvolk gerade die nächsten Futterkisten. Auf ein starkes Volk bitte maximum 3 Kisten drauf tun. Sonst schaffen das die Bienen nicht in einer kurzen Zeit, das alles wegzuschlecken.
Wir gucken hier dieses Bienenvolk in 14 Tagen wieder durch. Bis zum nächsten Video. Wenn euch das alles gefällt, abonnieren nicht vergessen. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.